The Camper Tour 2024 in Bella Ragazza, Italiano, Lago di Garda, Lago di Maggiore, tutto quello, tutto quelli che, elem ja vaffanculo. Dem ist nichts hinzuzufügen. Dein Furz stinkt so widerwärtig. Warte. Digger. Was geht, Freunde? Willkommen zur Camper Tour aus Italien. Könnte auch bei uns daheim sein gerade, gell? Das ist unser Wohnmobil. Sehr geil. Wir fahren durch Italien, wir werden mit dem Auto unterwegs sein, wir werden auf dem Campingplatz sein, wir werden spazieren gehen, wir werden Dinge erkunden, wir werden extremst viel machen. Ich war 20 Mal am Gardasee, jedes Jahr. Entweder mit Wohnmobil, mit Wohnwagen und teilweise dann auch, als ich älter geworden bin, in der Pubertät, habe ich mir ein Zelt mitgenommen, das nebendran aufgebaut, dass man schon so ein bisschen Privatsphäre hat. Viel Camping gemacht. Das heißt, ey, wir sind das alles, also ich kenne das alles. Ich bin mit meinen Großeltern in jungen Jahren sowohl regelmäßig nach Malle geflogen, als auch regelmäßig Wohnmobiltrips. Wir haben beispielsweise, weiß ich noch, so als ich so 10 oder 11 war, sind wir mit dem Wohnmobil nach Frankreich gefahren, ins Disneyland und so, mit meinem Onkel zusammen mit Marco, Deutschland, Schweiz, überall gewesen mit dem Camper. Auch Campingplätze nach Dänemark. Die Mücken, die gibt's bei uns nicht. Das ist Camping, so ist das. Heute Abend ein bisschen im Dreck. Wir werden ein bisschen vielleicht ins Chemikalienklo mal kacken. Nein, ey, pass auf, wir brauchen auch ein paar grundlegende Regeln. In dieses Klo, kein Groß. Doch. Das ist doch auch gerade das Feeling vom Campen. Abkoten und den eigenen Kot wegmachen. Wir haben noch nichts ausgepackt. Da können wir noch einen Zuschauer können wir noch mitnehmen, blinden Passagier. Ich habe ein bisschen viel dabei. Ich habe zwei dieser Koffer. Marcel hat diesen kleinen Eastpack da hinten. Ich habe noch Spiele dabei, ich habe eine Jacke, eine dicke dabei, ich habe Handtücher dabei. Sexspiele? Nein. Schade. Fast so schön wie zu Hause, Digga. Zeig mal rein, hier will er reinkoten, er will unbedingt, dann soll er es machen. Dann soll er es halt machen. Und das ist, da bleibt die Wurst erstmal liegen. Weißt du, was ich meine? Ja. Die bleibt liegen. Ich würde sie auch einen Augenblick erstmal nochmal liegen lassen, um auch einfach mal mein Revier zu markieren. Note dann sich ja auch mal verteilt und du auch weißt, wer hier der Mann im Wohnmobil ist. Ey, ist doch voll geil. Also ich sag, das wird geil. Das ist doch, ey, sag doch mal ehrlich. Und ihr werdet uns live hier sehen, wie wir hier schlafen. Ey, weißt du, wie geil? Eigentlich müssen wir einmal auch nicht an so einem Campingplatz schlafen, sondern an so einer wilden Raststätte. Es gibt Raststätten, wo man sich einzig und allein nur zum Vögeln verabredet. Da wird auch nicht geredet, da trifft man sich und dann geht man hinten in den Busch und vögelt. Ohne Reden. Also grundlegend habe ich überhaupt kein Problem damit, hier zu schlafen. Und ich würde fast behaupten, ich würde hier besser schlafen als im Hotel. Aber dann gibt es ja ein ganz großes Problem. Weißt du welches? Dein Gefurze. Nein, du. Mein Geschnarcher. Du bist das Problem. Wieso? Weil, Digga, wenn ich hier heute Abend liege und du machst diesen, dann drehe ich frei. Aber was machst du, wenn die Decke nicht über deinen Schritt ist und du einen richtigen Boner schiebst? Was ist das? Einen richtigen Boner. Was ist das? Ein Knochen. Ach, ich hab das morgens immer noch. Du nicht? Nee. Selten. Mein größter Albtraum ist das, also ich muss sagen, ich schlafe immer nackt. Okay, das geht hier nicht. Das ist mir klar, aber stell dir mal vor, im Unterbewusstsein, im Schlaf ziehe ich mir die Boxershorts aus. Marcel, das darf nicht passieren. Ich habe das Gefühl, dass ich irgendwie mit irgendwem verwechselt werde von dir aus Versehen, Alter. Wo bist du, Schatzi? Schatzi. Das solltest du ja aber beim Ertasten untenrum dann deutlich erkennen. Wir werden nicht nur am Gardasee sein. Heute werden wir noch am Gardasee sein. Wir werden auch noch in Venedig sein. Ich habe mir gedacht, verdammte Scheiße, das Casino ist ganz schön weit weg vom Flughafen. So, und dann haben wir uns aber dazu entschlossen, nicht ins Casino zu fahren. Stattdessen haben wir Münzwurf und Xing Shang Chong um 500 Euro gespielt den ganzen Abend. Herzlich willkommen! Fabio, und vielen lieben Dank an Ford, muss man ehrlich sagen, dass ihr uns das Ding zur Verfügung habt. Was geht, Fabio? Moin. Wie geht's? Hi, guten Tag. Hallo. Fabio, extrem nervös, weil wir gesagt haben, wir nehmen ihn jetzt auseinander. Du musst alles wissen. Erstmal Wohnmobil. Ja, das ist eine Ford Transit Basis, wie man unschwer sieht. Also wir stellen tatsächlich nur die Basis und Campinghersteller wie in dieser Firma Sunlight, in diesem Fall Sunlight, bauen dann den Camper da drauf. Treppe, ja. Immer einfahren. Ja. Ganz wichtig ist natürlich auch, dass wir alle Fenster geschlossen haben beim Fahren. Gas, werden wir Gas bauen, vielleicht zum Kochen? Gas ist schon an, wir haben euch den Kühlschrank schon angemacht, damit ihr auch ein paar Getränke kühl halten könnt. Gasflaschen sind hier drin. Hier haben wir Strom, das heißt am Campingplatz werden wir... Da kannst du Strom anschließen. Dann habt ihr drin ein bisschen mehr Saft. Wenn wir das schön anschließen, ja, das ist wichtig. Wo haben wir das Kabel dafür? Das liegt hinten drin. Da ist eine Kiste. Hier ist, wenn ihr das Klo benutzt. Okay, das ist wichtig. Hast du eben benutzt, aber, oder? Immer nein, aber sag mal ehrlich, in der das ist Wasser, Zeit, das ist sauber. So alles sauber, das ist alles sauber. Das ist von außen. Das ist jetzt nur Wasser, ne? Also wir haben da eben was befüllt. Den. Da hat mit Sicherheit schon mal jemand reingeschrubbelt. Riech mal. Ich finde, es riecht gut. Das ist schon einfach geil. Weißt du, du musst nicht nach drinnen, das ist alles von draußen zu bedienen. Wieder rein. Und auch bei Regen können wir das stehen lassen. Ja. Ja.
Sieht gut aus. Ja, okay. Also hier ist halt einmal die Elektronik nur an oder aus. Jetzt ist die hier ist an. Und hier siehst du auch zum Beispiel an dem Knopf den Frischwasserstand und der blinkt, also der ist leer. Okay, weil wir mit während der Fahrt nicht fahren. Genau, deswegen ist der jetzt erstmal komplett leer. Da sind echt nur ein paar Tropfen drin. Deswegen kommt auch kein Wasser an, wenn du jetzt hier was einschaltest. Okay, was ist das hier? Das ist die Heizung. Und drehen, ja. Da ist er. Und da ist er. Ja, ja, wir kochen hier was. Ja, dann hast du hier das schöne Bad. Man hat hier auch eine Dusche drin. Das passt also. Schon alles. So, hier, dann klappst du hier den Spiegel um. Ah, guck mal, hast du gesehen? Nee. Ey, guck dir, Marcel, aha. Also, das ist echt tipptopp. Richtig geil. Wir müssen ja auch uns vorzüglich versorgen, so wie in Deutschland auch. Deswegen haben wir auch noch einen anderen Partner am Start, und zwar Kaufland. Und Kaufland wird uns hier live vor Ort auch versorgen mit Getränken, mit Nahrungsmitteln etc. pp. Und wir haben einen Spezialkandidaten, der uns damit versorgen wird. Wir haben hier einen kleinen Hiwi eingestellt und der sollte, ich weiß nicht, der sollte eigentlich jeden Moment ankommen. Da kommt er doch. Das sieht so dämlich aus. Höchstpersönlich von Max Schradin, Schradin himself. Ja, ja. Geil! Oh. Diggi, wie sollen wir das alles hintun, Alter? Wir laufen, die Hotel-Olympiade wenn's ums Essen geht. Wenn's ums Essen geht. Kaufland hat mich gefragt, ob ich euch ein bisschen was spendieren kann hier. Und wir haben das Geilste überhaupt. Bio-Paprika für Monte. Das ist es doch. Wir haben Bio da, Obst, wir haben ein bisschen was zum Grillen, Getränke haben wir da. Ey, der Einweggrill. Ja, das ist es. Der Einweggrill. Kaufland Bio, Reiswaffel. Super. Weil habe ich ja nur, esse ich ja nur noch. Also ist alles drin. Ey, wir müssen das alles unterbringen. Können wir reinräumen und dann. Hier, Marcel, schön für dich, 0,0. Ich nehme Gönnergy. 0,0. Alge haben wir auch am Start. Alge dabei, Gönnergy dabei. Okay, wir haben alles am Start. Ey, es ist richtig krass. Kaufland liefert normalerweise nicht per Express nach Italien, gell? Das ist exklusiv. Nein, es ist exklusiv nur für euch. Ich habe gehört, das wird hier. Sonst in Deutschland flächendeckend. Oh, wir haben sogar lecker Salat. Erstmal alles rein, was in den Kühlschrank muss. Hier. Nudeln passen auch hier rein. Okay, wenn du jetzt als erstes, wenn du jetzt überlegst, welches Gericht könntest du uns aus dem zaubern? Nudeln mit Ketchup. Nudeln mit Tomatensauce. Ey, wir kriegen viel unter. Das Olivenöl kannst du mir auch geben? Okay, wir haben wirklich da, wir können echt diese Nudeln machen. Wir können sowas, die Öltechnik weg. Marcel, Mensch, ärgere dich nicht. Das ist ein Spiel für Marcel. Ey, aber das ist geil. Okay. Kaufland lädt euch ein zum Burgeressen. Wir haben vegane bzw. vegetarische Burger und wir haben normale Fleischburger. Oh, ja, ey, wir machen Burger auf jeden Fall mit am Grill. Der Einweggrill, ich sag dir, der Campingplatz wird brennen. Eine Vollbremsung, das Ding fliegt nach vorne gegen Ada im Kopf. Ja, das ja, ist ja nicht so schlimm, aber gegen deinen Kopf ist schlimm. Ada wird es nicht merken. Okay. Aber dieses Jahr schläft er eine Nacht im Big Brother Haus. Jetzt kann er sich schon mal dran gewöhnen. Nee. Ist schon geleakt. Du hast schon gesagt. Weiß ich nicht. Ja, doch, dieses Jahr bleibe ich auf jeden Fall eine Nacht. Das war so cool. Gesagt? Ja. Also ich werde mit dem Dreirad hinterherfahren, über die Autobahn, 25 km/h Spitzengeschwindigkeit. Boah, da ist er doch. Was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt? Was passiert? Was hast du? Alles klar? Hey, alles klar? Fliege. Ach so, nur Fliege. Ach so, der hat nur eine Fliege im Hals, komm. Es liegt aber auch am Alter. Sagt man aber nicht, im Laufe eines Lebens frisst man irgendwie so und so viel Kilo Spinnen? Kenn ich so nicht. Fahrt vorsichtig. Du weißt, du hast einen breiten Kasten hier. Vor allem mit den ganzen Bio-Produkten und so weiter, damit ihr auch gesund lebt heute. This is... Warum machen sich alle immer Sorgen, dass ich was umfahre? Weil du wirklich... Also ich mit dir! Was mit dir? Du hast doch auch einen Schwerbehindertenausweis, das ist doch anerkannt. Jo und? Oh, jetzt geht er, ja. Digga, was machst du denn, Junge? Digga, du bist so ein Verrückter. Ey, wirklich. Wir fahren los! Das ist Urlaub, diese Stimme. Diese Stimme! Das ist Urlaub! Pass auf, Digga. Du hast das Ding geschraubt, ich sag's dir. Ey! Was das scheiß Geblurre hier aus? Was war das alles? Los jetzt! Okay, jetzt. Das ist die absolute Aber wir fahren jetzt mal. Ihr hebt euch mal fest. Schnall dich mal an, Adam. Und wir sind auf der Straße. Digga, du fährst mit Absicht okay, so, du ihn. Ey, pass auf, ich bin einfach links abgebogen, Adam. Alles Schrott gegangen, meine ganze gute Pasta. Mach ein schönes Lied an. Nein, keine Musik jetzt, scheiß drauf, weil du konntest nicht ausfahren. Italienisch. Azzurro, me corrimento, papatina. Konzentrier dich auf die Fahrbahn. Zeig mir mal, wie das aussieht.
Digga, alles entspannt, beruhigt euch. Ich fahre seit 10 Minuten. Bro, du bist fast in den Graben gefahren. Überhaupt nicht. Ich fahre jetzt. Nein. Du kannst nicht fahren. Ich fahre doch, jetzt beruhigt euch mal. Digga. Bro, du bist fast gerade rechts rüber. Der Papa macht das. Der Papa, ich bin überhaupt nicht. Das ist nicht in Ordnung, Mann. Bro, du bist auf der linken Spur mit 70, wo 110 erlaubt ist. Na, man muss ja auch nicht immer rasen, oder? Also, das war der schlimmste Fehler, Knossi fahren zu lassen. Überhaupt nicht. Ich hätte von Anfang an sagen sollen, ich fahre. Also, ich weiß auch nicht, worauf ich mich eingelassen habe. Das muss ich jetzt 50 Stunden ertragen. Fahr nicht so scharf in die Kurve rein, Knossi. Langsam. Ich würde, langsamer geht nicht. Endlich mal Italien. Ja, was soll ich? Du fährst wie ein Idiot. Pass auf, besser kannst du die Kurve nicht nehmen. Doch, langsamer. Du musst langsamer. Ging nicht. Wenig Graffiti in Italien. Doch, da. Ja, das ist kein Graffiti. Oh, hier ist McDonald's, Digga. In 5 Minuten McDonald's. Wollen wir uns mal was da rausziehen? Ich weiß nicht, ob ich mit dem Ding innen rein kann. So, wir gehen rein. Ey, ist geil. Ist das peinlich jetzt, Digga, mit der großen Kamera. Ja, scheißegal. Warte mal. Hello, fine, thank you, thank you. Buonasera. Aber es ist aus der Schweiz. Hallo, buonasera. Mann, halt's Maul jetzt. Guten Abend. Wir wollen jetzt zum Maul jetzt. Hier auch Motto. Ey, hab ich mitgemacht in das Movie. Da war ich der Bösewicht. Also, Leute, was sagen? Knossi, komm jetzt mach nicht so eine Show. Mach jetzt nicht so eine Show und halt mal das Maul jetzt. Sag ehrlich deinen Eindruck? Ne, ey, sorry, you can. No, you can. Ah, you can. Wir nehmen mit. Guck mal, guck mal. Da, guck mal da. Was denn? Ach so. Ist doch egal, hier, McGusto, ist was ganz was Neues. Ich muss vegetarisch. Buongiorno. Hallo. Con chi posso parlare? English only, please. For the registration, you can have the authorization. Schade, gib mal die Papiere. Moment. Digga, es ist so peinlich, ich hab da gar keinen Bock drauf, Digga. Legitimation. Okay, sie. Digga, hier. Gut, danke. Hier kommen gleich die Bullen, Digga, ich sag dir das. Ey, da stehen schon Leute an der Tür, wir hauen ab. Bestell schnell. Nein, lass abhauen. Wir holen kurz die Drehgenehmigung. Wir hauen ab. Ey. Wir lass abhauen, Digga. Nicht mal mehr was zu fressen. Du musst die Uhr abmachen. Die Uhr. Wo ist deine Uhr? Oh, der Bruder steht da vorne wieder links. Komm, wir hauen ab. Wir hauen lieber ab. Hey, das war unser erster Moment in Italien. Er war geil. Guck mal hier, das sind die Späher. Welche Späher? Guck, das sind die Späher. Die sagen ihren Bossen Bescheid. Hau ab hier. Besser ist das. Hey, moin, moin, hallo. Wir machen nichts kaufen. Ja, jetzt? Keine Drogen. Komm, lass abhauen. Das waren zwei Zwölfjährige. Lass schnell abhauen, Digga. Nein, nicht voll labern, abhauen. Hör doch mal auf, deine zu provozieren. Du bist doch nett. Ja, das ist der Chef hier in der Hood. Das ist meine persönliche Meinung. Damit will ich dich nicht disrespekten, okay? Wir kommen hier in ein fremdes Land und das sind alles fremde Leute. Das ist hier von irgendjemandem die Hood, das Zuhause. Wir erzeugen zu viel Aufmerksamkeit mit der Kamera und alles. Die Leute fühlen sich vielleicht gestört und dann noch Leute mit vielleicht ein bisschen Schmuck und so. Und dann kommt hier vielleicht jemand mal auf den Niesen. Ja, aber lieber einmal Vorsicht als einmal Nachsicht, mein Süß. So, da vorne kannst du deine Päckchen kaufen, siehst du ja. Rauf zu Burger King. Guck, da ist der Speer, der sagt schon direkt seinem Mann, Hintermann, die haut ab. Per Telefon, hinten noch ein paar. Ja, dass er auch weiß, dass wir es sind. Hier! Wir sind's! Wir! Knossi pumpt bei mir ab, 100%. Nee, zweimal, einmal du, einmal ich. Zweimal abgepumpt? Zweimal abgepumpt. Kennst du den Clip? Nee, natürlich nicht. Natürlich. Das ist einer der lustigsten Clips, die es von dir gibt. Muss ich an der Stelle auch einmal wirklich sagen, im Schutze meiner Frau, ich erzähle natürlich auch viel Unsinn. Ne? Also muss war dreimal. Nee, dreimal hätte ich nicht geschafft, aber ich erzähle natürlich immer viel Quatsch, aber das hat gestimmt. War nur ein kleiner Spaß. Oh Gott. Bruder! Der ist nicht. Angsthasenspiel! Na, Mutter, ich muss ja den Traktor überholen. Mutter, ich fahre zum Gardasee, wie früher. Der ist schon einmal fast in den Graben gefahren eben. Ja, das wird gesichert, das ist eure Schuld. Ja, das stimmt. Wenn der Blumentopf noch da steht. Egal. Du, Mutter, der will ins Wohnmobil scheißen. Der will ins Wohnmobil scheißen, ne? Mutter, sag's ihm mal. Auf die Straße. Sag's ihm mal, auf Mutter. Auf die Straße. Wohnmobil scheißen, das geht nicht. Okay, wir machen zwei Optionen. Entweder ich gehe auf die Toilette koten oder ich überzeug ihren Sohn heute Abend von der 9 Polizei. Von 10. Polizei. Nee, da ist nichts los. Nur klein, ist so.
macht man wirklich, man scheißt nichts Wohnmobil. Aber Mutter, ich probier's dann auch mal. Wenn der eine Wurst reinhaut, mache ich auch mal. Keine Lust. Bruder, du. Also jetzt aber, hast du den Ding gesehen, Alter? Ist einfach rübergezogen. Er ist einfach von mir rübergezogen. Achtung, Stau. Festhalten. Ich hab den Tod gesehen, Digga. Carbonara! El una Coca-Cola! Carbonara! El una Coca-Cola! Warte mal, Schein? Ja, weil da muss ich aussteigen. Scheiße, haben wir kein 2-Euro-Stück? Du Arschloch! Arrivederci! Arrivederci! Ja. Fahr mal rechts ran bei den Securities. Dann kann ich noch mal kurz wild pinkeln. Ja, ich muss auch, ich muss dringend sagen. Ja, fahr hier rechts ran. Dann kannst du auch fahren jetzt. Wechsel. Ja, von mir aus fahr ich jetzt auch. Aber er ist echt klein geworden, Digga. Der war auch mal größer. Ist das die Wampe, die ihn klein macht oder was? Ja, der Bauch ist ein bisschen drüber. Ich finde den gut. Oh. Oh, du fährst gut. Aber merkst du? Oh, pass mal auf jetzt gleich. Für mich ist das wie ein normales Auto. Du fährst aber ziemlich schnell. Hältst wenig Abstand. Ich bin definitiv der bessere Autofahrer. Doch, gleich ein viel sichereres Gefühl bei mir, ja, im Livestream-Chat, bei jedem. Erleben das ganze Pisten auf Ja, was haben wir da geredet? Dass dein Stiel ganz schön klein war. Wirklich auch das, so. Nein, der war schon mal größer, das kommt im Alter. Ist gut, das geht mir nicht anders, Digga. Ja, das geht mir nicht anders. Mit dem Alter wäre der Schwanz auch kleiner. Nein, das stimmt natürlich nicht. Natürlich. Es ist doch so, dass im Alter werden sogar die Ohren größer durch die Erdanziehungskraft. Es wird eigentlich alles größer. Nein, im Alter wäre der Schniedel kleiner. Doch, nein, das stimmt nicht. Oder was? Das stimmt nicht. Chat, wo sind die Experten? Das stimmt nicht. Guck, so macht man das. Hat auf jeden Fall, ich sage ehrlich, hat gerade richtig Spaß gemacht, einfach mit dem Wohnmobil durch Italien zu fahren. Das habe ich gerade echt genossen. Nussi ist richtig scheiße gefahren. Nussi ist richtig scheiße gefahren, Digga. Wir fahren genau halbe. Ich liebe es zu fahren. Aber du fährst nicht gut. Ja, aber ich will mich ja sicher fühlen. Gut, ich finde bei dir, du fährst auch scheiße. Ich fühle mich auch nicht sicher. Ja, okay, alles klar. Daran merke ich, dass du gar keine Ahnung hast. Wenn du das so gesagt hast, wissen alle, dass du keine Ahnung hast. Ich bin gut gefahren. Das ist also der Camper. Für was haben wir den mit dabei? Servicemobil. Servicemobil. Komm, wir gucken mal rein. Mal einen Cookie machen, oder? Auch mal schauen. Auch ein schönes Ding, das Servicemobil. Aber schläft hier auch jemand heute drin? Wahrscheinlich nicht, ne. Nee, gell? Aber das hier, okay, hier ist richtig zugestiegen. Wenn dich noch nicht kennt, aus dem Skyline-Team, der gute Jan, auch ein netter. Und Thomas an der Kamera. Extrem männlich, der Schweißfleck, Digga. Ja, so ist es, wenn man auch mal richtig arbeitet. Wann willst du eigentlich die... Du meinst, du warst am Schwitzen, weil die Kameras ausgefallen sind, ne? Wenn ich Neider habe, dann weil ich so viel arbeite heute. Ja, na klar. Und es war total schwer, Campingplätze zu finden, die uns nur für eine Nacht dalassen. Die meisten sind ja immer nur mit so Bedingungen wie mindestens 3 Tage oder sowas. Oh, scheiße, guck mal, wie viele Viecher. Warte, mach noch nicht zu. Mach nicht zu. So eine Fliege, wenn du abends schläfst, schlimm. Englischer Wein ist so wie das Blut der Erde. Komm, schenk mir ein. Und wenn ich dann traurig werde, liegt es daran, dass ich... War das wieder der Yusuf? Yusuf, ja. Klossi sieht aus wie Heino, sorry. Dafür brauchst du dich nicht entschuldigen, gerne. Der eine in Holland so ein bisschen... Hey! Hey! Sollen die Kacke, Digga? Fahr auf! Versicherung zahlt! Mann, Alter. Sofort mal eine Woche auf die stille Treppe. Boah, hier stinkt's. Sag ich mal, aber... aber hier riecht's... Nimm doch mal eine Nase. Aber hier riecht... Das ist der da vorne. aber hier riecht's nach Menschenscheiße. Hier riecht's nach Menschenscheiße. Riech mal. Aber riech doch mal. Riecht geil. Hey! Aber hier stinkt's echt gewaltig. Aber das ist so ein Geruch. Riech mal. Die Leute hier verarschen. Das ist geil. Was fällt da los? Halt an. Halt an. Ey. Boah. Ich war reck. Ich war reck, halt an. Ey, das gibt's nicht. Ich hab sowas noch nie gerochen. Man kann hier nicht rechts ranfahren. Halt an. Mal kurz aus dem Fenster. Warte, ich warte. Ey, ich hab noch nie... Bruder. Warte, kurz. Was ist das hier?
Riech mal. Digga, es riecht. Es riecht so nach Menschenkotze. Nach Menschenkotze. Dein Mikrofon. Ey, aber es riecht nach Menschenscheiße. Ey, aber das ist ein Geruch, den habe ich in Deutschland noch nie gerochen. Das war Menschendünger, Digga. Die düngen mit Menschenscheiße. Ich hab sowas noch nie gerochen. Zeig mal her, aber immer noch so. Der ist echt klein, Digga. Ja, wo denn? Guck mal, wie lang der ist. Ey, deine Pisse tropft auf meinem Fuß, das sprudelt voll. Ja, weil du dagegen das Metall pisst, Digga. Komm hier mal, ich hab voll viel Pisse. Guck mal, mein ganzer Fuß ist nass, Digga. Jetzt war eine ganze Lasche, alles voller Pisse, Digga. Boah, schön drauf, ey. Boah, Junge. Ey, wir brauchen Tücher, ich hab dem die Füße aus Versehen vollgesagt. Guck die Latsche, wo ist die Kamera? Hier, auch mal den Fuß sauber machen. Guck mal, ist alles voller Pisse, Digga, ist ja wohl widerlich, Junge. Das ist doch schön, Mensch, Junge. Andere trinken das, weil sie denken, es ist gesund. Nicht die Hände gewaschen, doch, wir haben die Hände. Klar, wir haben hier einen Wasserhahn draußen. Wir haben draußen einen Wasserhahn. Ja, ja. Es läuft direkt, wir sind komplett sauber, bei uns ist alles gereinigt. Oh, da unten ist der Gardasee-Chat. Wir sind da! Herzlich willkommen am Lago di Garda! Das ist der Plan vom Campingplatz. Hier werden wir also sein. Wo haben wir unseren Platz? Ja? Ihr seid genau hier. Wir sind der letzte. Die letzten Plätze? Genau. Guck mal da, ein echter italienischer Roller. Guck dir das doch mal an. Und so war das, so war's immer. Es war auch bei den anderen Campingplätzen, auf denen wir waren. Mutter, du weißt doch, wie es war. Du kamst hier an, Wohnwagen oder Wohnmobil. Und der Chef, oder wer hier gearbeitet hat, mit dem Roller vorgefahren, hat dich zu deinem Platz gebracht. Das ist es also. Guck mal, wie schön ist es. Direkt am Beach. Wie geil ist es? Scheiße, ist abgeschlossen. Nein! Warum ist abgeschlossen? Ja, wahrscheinlich, weil sonst Leute hier einfach reinlaufen. Ja, aber den Schlüssel brauchen wir. Wir wollen ja ins Wasser. Vielleicht ist der Strandzugang woanders. Ach, da sind ein paar Nachbarn. Hallo. Ich wohne hier, dass ihr nachher nicht so laut seid, weil ich habe hier eine alte Frau liegen, die ist schon über 90, mit der ich hier immer ein bisschen abends kuschel auch. Da möchte ich nicht, dass ihr hier so laut seid. Ich möchte nicht, dass hier junge Leute kommen und hier Party machen. Ich bin hier Dauercamper. Ich habe das hier seit einem halben Jahr gebucht und da braucht ihr jetzt nicht ankommen und ihr meint, ihr müsst jetzt hier einen Stream machen. Sich keine Sorgen, beruhigen Sie sich. Funktioniert der Herzschrittmacher noch? Ich wohne hier. Hören Sie mich? Verstehen Sie mich? Ja. Beruhigen ich möchte Sie nicht, sich. Dass Sie hier feiern. Wir feiern hier nicht. Offenes Feuer machen. Überhaupt nicht. Wir machen kein Feuer. Und auch keinen Stream. Ich kenne das von meinem Enkel. Kein Stream. Von meinem Enkel kenne ich das. Das der machen wir nicht. Auch. Das machen wir nicht. Also wir haben das immer gemacht. So einen schönen Teppich hin. Wer kennt's? So richtig. So eine grünen Rasenteppich hin. Dann noch so eine kleine Absperrung, dass man von außen, dass die Nachbarn nichts sehen. Dann schön die Sachen raus. Dann ein Tischchen raus. Das haben wir alles nicht. Aber ich finde es jetzt schon, oder? Sag mal ehrlich, das ist jetzt schon allein mit einem Stuhl und mit diesem Dach. Feeling ist da. Ganzen Abend noch live, morgen noch den ganzen Tag live. Oh Gott. Geil, aber das ist genau so ist Camping. Hey, wunderbar, geil. Die Damen, hallo. Hallo, die Dame da hinten auch noch. Hallo, hallo. Jetzt die Herren, hallo, hallo. Wo kommt er her? Aus Straubing. Straubing. Ja, wir haben schon, aber gerne nochmal. Soll ich mich da hinsetzen oder was? Ja, bitte. Wenn es lauter wird, einfach rufen. Boah, habt ihr Zigarette oder was? Grüße. Er ist super, ehrlich. Also das ist ja richtig und toll. Ja, wir nehmen auch einen Schnapsel. Wir sind gerade angekommen. Sind wir beim Dual, oder? Sind wir da? Was machen wir heute? Spielen wir ein paar Gesellschaftsspiele. Wir haben was mitgebracht. Mensch, ärgere dich nicht. Haben wir mitgebracht. Trinkst du ein Weißbier? Ich würde eins nehmen. Birgit, super. Rolf, super. Irene, Kevin. Frieda. Boah, der ist gut. Na, dann mach doch nochmal voll. Rauchen für die Gesundheit, aber. Wie lange bleibt ihr? Bis morgen nur. Sind wir alle befreundet und das ist meine Cousine. Wart ihr schon im Wasser dieses Jahr? Ja. Und? So kalt. Du, ey, das Wasser, ich sag das wirklich. Aber ihr geht trotzdem noch, auch um die Jahreszeit. Geht ihr morgen wieder rein? Wo? Wir haben hier unten den Platz, aber unser Zugang, die Tür ist zu. Die wird nicht auf. Wo kommen wir rein? Ach so, einfach da vorne ein Stück und dann rechts. Das ist super geil. Radboxkampf, habt ihr das geguckt? Um Gottes Willen. Sonja, geht euch auch schon auf den Sack, gell? Furchtbar. Geht schon los. Also hörst du den Hund da? Er soll dir mal den Hund anleihen. Menschenskind, ich geh gleich hoch und sag was. Da muss man aber auch mal was sagen. Ist das ein Hund oder zwei? Ich weiß es nicht, Irene, ich geh gleich hoch. Wann ist hier Nachtruhe?
Ab 10 Uhr ist Nacht. Ja, klar. Aber wenn ich nachher muss, es geht, also ist auf jeden Fall was da, gell? Ja. Nicht erst hinsitzen und denken, neben dir ist das. Nee, nee, ich gucke immer erst. Oben rausziehen. Wir kommen rein. Am Waschbecken. Also ich muss Jan schon vorbereiten, wie viel ich brauche, das kann er nicht. Wirklich? Dann nimm halt ein bisschen mehr mit. Und ist das? Was? Kevin, du weißt doch vorher auch nicht, wie viel du brauchst, bis sauber ist. Deswegen habe ich mein eigenes dabei. Ah ja, bravo. Hast du auch was dabei? Wir haben nur Taschentücher. Ey, nee, aber wir können ja auch nicht so viel jetzt hier. Was hast du für eine Aussprache mittlerweile? Ja, weißt du, das geht so schnell, da komme ich doch nicht mit. Irene, ein Ding, du kannst auch schon stoppen. Guck mal, wir stoppen mal, zack, jetzt siehst du einen vor. Und jetzt lasst uns auch einmal singen. Wir sagen Dankeschön, 40 Jahre die Flippers. Was wären wir ohne unsere Freunde, ohne euch, die lieben Fans. Zum Wohl. Das ist Camping. Saufen oder was? Guckt ihr auch immer wieder sonntags? Auch nicht. Wer guckt denn das dann noch? Mich auch immer. Fernsehgarten guckt ihr aber. Oh, was aber dann? DSDS? Oh. Da wird ordentlich heute gesoffen. Super, hier geht's nur ums Saufen. Wir sind alle stolz mit der Wodkaflasche in der Hand. Also toll hier. Mit der Wodkaflasche in der Hand. So, jetzt fallen wir hier gleich raus, wenn es noch eine halbe Stunde länger geht, sag ich dir. Wir bleiben heute hier, oder? Habt ihr noch Platz? Du schaust mich an, als wärst du hackendicht, Junge. Aber ein Mojito will man schon probieren. Ein Mojito also, nein, aber es ist ja auch gastfreundlich. Kevin. Es ist ja auch wirklich. Ja, nein, es ist doch gastfreundlich. Selbstverständlich. Mit der Wodkaflasche hält er die ins Bild. Kannst du dir vorstellen, hält er die ins Bild? Nein. Wer möchte einen Witz erzählen? Josef. Josef! Nein, aber eigentlich gibt es doch immer diesen einen in der Runde, der einen Witz erzählt, gell? Nee, ich auch nicht. Das mache ich auch nicht. Das ist gar nicht mein Ding, ne? So, dann trinken wir jetzt noch den Mojito und dann. Dann gehen wir aber wirklich. Du musst ja noch auf. Nein, ey. Wann geht ihr ins Bett immer? Kommt ja nur 14. 14. Die rote Sonne von Barbados. Für dich und mich scheint sie immer noch. Ja! Also, zum Wohl. Sonja. Zum Wohl. Ich schlafe heute wie ein Baby, ey. Da brennt auch morgen nichts nochmal. Bisschen Kopfweh hast du immer morgens. Ja. Dafür kostet er auch nur 6,99. Jetzt reg dich mal ab. Was wollt ihr dann haben für die Rolle? Ein Zehner. Nein, aber wirklich, weil wir haben echt nur, wenn Sie schon sagen, ich muss im Vorfeld mir dosieren, was ich gleich brauche am Eingang. Sie schenkt mir jetzt der Klopapier. Oh, super. Naja, Birgit, da kriegst du. Ich bring dir morgen was vorbei. Das hast du dir doch gewünscht. Jetzt. Ey, wirklich. Aber danke. Ich würde gerne was anderes schenken, aber du würdest ja nicht der Klopapier nehmen. Nein, aber da freue ich mich dann auch auf später, wirklich. Aber das ist echt. Bist du glücklich? Irene, jetzt ist noch mal dein. Jetzt kannst du mal jemanden grüßen, jetzt kannst du noch mal was sagen. Grüß deinen Enkel! Ja, grüß. Ach so, jetzt ist mir so der Name ausgefallen. Dann nimm den Opa, komm. Opa. Ja, viele Grüße, Markus. Und Max, Quatsch. Und sei ausständig, gell, mach keine Dummheit. Vielen lieben Dank, wir gehen jetzt. Das werde ich nicht vergessen. Wir sehen uns noch, gell? Ciao, 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 ciao. Kaufland stellt insgesamt 5.000 Euro zur Verfügung. Das heißt 10 mal 500 Euro Gutscheine. Echt? Ja, wirklich. Und hier sind Geschenke für euch. Ich habe mich nicht lumpen lassen, die bis hierher zu tragen sozusagen. Dürft ihr auspacken? Guck doch! Getränke! Ja! Alge Holunder! Ah ja, mach mal auf jetzt. Ja, wir haben doch alles da, guck doch hier. White Peach. Oh, Scheiße, das ist ein Zuschauer, Alter, direkt an unserem Wohnmobil. Was ist los? Weg, alles gut. Gut, alles klar. Bruder, wir haben doch gar nichts gesagt. Wir haben doch gar nichts gesagt. Also, wir sind weg, alles gut. Sweet Lemon haben wir noch. Sweet Lemon Gönnergy ist am Start. Dann haben wir hier noch Juneberry Jam von Gönnergy. Kaufland hat uns hier supportet. Auch da nochmal ein fettes, fettes Dankeschön an Kaufland. Wir packen das jetzt hier in Ruhe aus und werden ein bisschen abchillen. Guten Abend. Oh, Scheiße, jetzt kommen die Zaungäste. Guten Abend, eine Frage. Grüße. Hast du gedacht, ja. Das stimmt. Moment, ich habe ein Geschenk für euch. Bitte schön. Danke fürs Kommen. Nein, wir sind jetzt hier ein bisschen. Also könnt ihr den Jungs sagen, wir sind jetzt da. Könnt ihr in eurer Nachbarschaft, könnt ihr jetzt mal sagen, und wir haben vor niemand Angst.
Ey, weißt du, was wir noch machen? Weil die uns umsorgt haben, ich bringe denen noch ein paar Getränke. Super. Ja, ey, wirklich, komm, wir bringen denen. Hey, Chat hat die Idee gehabt. Wir bringen den Leuten noch ein paar. Ja, wir machen. Mach so eine gemixte Kiste. Ich mach eine gemixte Kiste. Ja, genau, pack alles rein. Jens, dass ich mal eine gemixte Kiste mache. Die bringen wir denen. Sag mal dreimal ganz schnell hintereinander gemixte Kiste. Gemixte Kiste, gemixte Kiste, gemixte Kiste. Super. Fischers Fritze, Fisch, frische Fische. Frische Fische? Frische Fische in deiner. Oh, stark! Wir haben noch ein paar Geschenke als Geschenk als Dankeschön. Wir haben noch mal Getränke für euch hier. Ah ja, guck mal. Noch ein paar Dosen, das sind unsere Getränke. Das ist einmal Alge und dann haben wir für euch noch Gönnergy. Ja, danke. Gerne. Einteilen. Nicht alles und dann, komm mal her und das ist unser Freund Marcel. Marcel. Komm mal hoch. Komm mal hoch. Ist der Marcel. Hallo, wie geht's? Ist der Marcel. Da gibt's Frieda, Kevin. Ja, Kevin. Machst du noch einen schnellen oder was auf dem Weg? Nein, war doch Spaß. Nein, lass. Du, aber ey, guck mal, ey, die war gerade eben noch voll. Was ist das? Wir gehen jetzt. Wir gehen jetzt das Restaurant testen mal. Wir gehen dann. Oh. Oh. Salmonellen oder was? Lotusblume hat sie mich genannt. Sonne im verschwand. Also, cheers. Wohl sein. Das war zu schnell. Ich fand sie irgendwo allein in Mexiko. Digga, schnell weg hier. Das ist genau das. Also, das ist genau deine Zielgruppe, Digga. Schön auf dem Ballermann, ein Saufen. Die sind jetzt nicht im Megapark. Also das habe ich... Stimmt, die sind hier... Wo warst du nochmal? Im Frühstücksfernsehen? Da? Fernsehgarten. Nee. Fernsehgarten, das ist genau. Ja, ja. Da sind sie. Du, ich sag dir ganz ehrlich, alle... Also man kann es jetzt nur von ausbauen. Bestimmt alle ganz lieb. Machen da einen kleinen Absacker, trinken sich einen rein. Ist doch nichts Schlimmes. Aber ist halt nicht meins, ne? Aber ansonsten alle lieb. Jetzt aber mal die ehrliche Frage. Wenn du alles so zusammenrechnest, wie viel Vermögen hast du? Vermögen ist ja nicht nur Liquidität auf der Bank, sondern allgemein. Jetzt kannst du Tacheles machen und wirklich Wahrheit reden. Du hast getrunken. Ich habe überhaupt nicht gedrungen, hör doch auf. Also ich sag mal so, dass ich jetzt ein Zimmer-Apartment habe ich mal mir geholt damals. Und da wohne ich jetzt auf 20 Quadratmetern, Toilette auf dem Gang. Und jetzt die Antwort auf deine Frage, auf die Frage? Ich bin nicht so reich wie ihr. Ja, aber wir reden ja von deinem Leben davor, wo du die Kuh gemolken hast und die Leute bei Neuen Live ausgenommen hast. Nein, dann kam das Finanzamt und hat gesagt, wir möchten gerne alles haben. Und dann habe ich denen alles gegeben und dann war ich platt. Klar, natürlich, ja. I would like to order the pasta Pomodoro. Du hast viel zu lange überlegt. Okay, dann schwör auf alles, was dir heilig ist, dass du kein Millionär bist. Ich schwöre auf alles, was mir heilig ist, ich bin kein Millionär. Multimillionär. Digga, du bist... Digga. Guck mal, wie er guckt. Chat, seht ihr es? Ja, Monte, jetzt guck genau, wo sind sie? Ja, wo sind sie? Da, wo sind sie? Sie wollen dich alle stechen. Alle wollen sie dich stechen. Ja, schön. Und dann unten links noch eine. Jawohl. Gehen die Hocke runter. Wo sind noch welche? Guck genau, Monte. Na, wo bin ich? Na, findest du mich? Hä? Ah, hier noch eine. Na, da noch eine. Auch noch. Na, bzzz, bzzz. Na, wo ist er? Na, komm, find mich. Bzzz. Ja, gibst du auf, ne? Gibst du auf, ja. Komm schnell raus, schnell Tür zu. Gut gemacht, stark. Nein, Digga, er hat vorne wirklich alles voll gehabt. Ich hab aber einen Fehler gemacht, Nossi. Was? Das ist mir erst dann im Nachhinein aufgefallen. Ich habe deine Jacke genommen zum Totschlag. So ein Überflecken jetzt drauf, Digga. Welche Jacke war das? Louis Vuitton hatte. Das alles war das die für 1.000 Euro? Arschloch, das war meine Las Vegas Jacke. Ja. Das war in der Not, habe ich was genommen, was lag. Ich gehe jetzt mal, soll ich mal hier pinkeln probieren? Okay, geh weg. Ich muss mich jetzt konzentrieren. Du kannst nicht hier in der Tür stehen. Nein, aber ich muss gucken. Mach mal Klo auf. Super, da setze ich jetzt erstmal hin. Ja? Was machst du denn jetzt? Ich filme das. Wie du pinkelst? Nein, aber ich filme mal so. Du filmst jetzt. Jetzt geht's los. Ja, erster Test hier. Chemikalien Klo. Spülung geht's. Was willst du von mir, du Drecksau? Ich bin ein Drecksau. Spült jetzt, Alter. Mach doch die Tür zu. Ja, mach sie doch zu. Aua! Ah! Au! Hör auf! Drecksau, Alter. Mach die Tür zu, du Drecksau. Okay, Alter. Endige Drecksau. Ich geh's rein. Ich schließ ab von außen. Eins. Guten Tag, hallo. Hallo. Was haben wir denn hier?
Nein, jetzt nochmal, kennen Sie nicht, am Ende die letzten Tropfen, dann, da hilft kein Schütteln und kein Klopfen, in die Hose, der letzte Tropfen. Boah, das stinkt aber. Hast du Spargel gegessen? Ja. Boah, was ist das denn? Aber wirklich, stinkt wirklich. Alles ja ekelhaft, was hast du denn? Ist das so dunkelgelb? So, kannst du bitte? Warte. Noch Pipi-Mann abtupfen. Ich halt ein, weil wenn ich jetzt raufgehe, kommst du auch rein. Der aufsetzt sich nicht im Stehen. Ich mach doch nein, nicht. Ich mach doch nicht im Stehen. Ich mach doch nicht. Setz dich hin. Boah! Was ist denn? Bruder, der sitzt. Hast du das gesehen? Alter. Hast du das gesehen? Das muss ich filmen. Das muss ich festhalten. Nein, du kannst nicht. Du passt da gar nicht drauf mit deinem Arsch. Drück den runter. Muss ich? Nein, aber wirklich, weil sonst. Man hat so ein, ich habe ihn auch runtergedrückt, weil sonst macht es auf einmal so einen Schlenker. Und dann macht es die Drachenzunge nach oben. Und dann macht es. Ey, nicht so viel Druck. Wenn, mach nicht so viel Druck. Sind wir live? Ich weiß es nicht. Ist der Ton mute? Sind wir mute? Wir sind nicht. Ja, ich habe hier das Mikrofon aber noch. Nein. Der haut eine Wurst rein! Ey, da hast doch. Es hat doch jetzt gerade so plopp gemacht. Haben wir Toilettenpapier? Doch, doch, aber warum? Wenn du jetzt da reingeschissen hast, ich schwöre, Thomas, Kamera! Der sitzt hier wirklich auf der Schulter. Ich schwör's dir, das ist. Ey, hör doch auf! Ich muss das jetzt festhalten, Alter. Das glaubt mir. Ey, Bruder, da ist er. Gerade hoch von der Schulter. Alter! Hör doch auf, Mensch! Lass doch! Mach doch die Tür zu! Die Tür zu. Drecksau! Mach die Spülung! Was macht ihr? Mach die Spülung! Was hat er denn gemacht? Hat er gekackt oder was? Oh, hast du das richtig jetzt alles ja, weggemacht? Nein, ich weiß nicht wie, das steht noch drin. Kannst du es machen? Hat er gepisst oder was? Mach du bitte weg. Ey, steht das noch da drin? Ja, mach's weg. Ich gucke nicht, ich gucke nicht. Und danach? Warum stinkt deine Seiche so? Er war pissen. Und dann musste ich auch. Und dann wollte er meinen Schniedel anfassen und fotografieren. Ich weiß nicht, was der säuft. Aber da, ich hab direkt 3 Metastasen mit einem Einatmen da drin. Ich weiß nicht, was du frisst. Ey, was der frisst und was der säuft. Du kannst dir den Geruch nicht vorstellen, wie es darin gestunken hat gerade. Hier, ich hab gedacht, du weißt, wie das gestunken hat. Lösch es. Boah, warum ist denn deine Seiche ja braun? Die ist ja braun. Die ist dunkelbraun. Der geht ins Schwarze. Aber nein, aber das sieht ja Öl, das sieht aus wie Öl. Also sag mal, die Leute gucken zu. Die Farbe auch hat sich geändert. Da waren schwere Teile, die runtergesunken sind, die dunkel waren. Oben wurde es dann immer heller. Was du für Fantasien hast, das ist ein dummes Zeug. Ich habe ja gewirkt, wenn du jetzt noch reingehst und aufmachst, es ist atemberaubend. Hast du aber noch Druck auf der Prostata oder ist es schon so? Prostata? Oder Prostata? Ja, ja. Aber ist das nur, oder ist das nur so, weil das war so. Ja, aber hast du noch Druck drauf? Ist noch Pressure? Muskulatur noch gut. Hat sie gefallen, hä? Hat sie gefallen, ja? Hat er nicht mal seine Hände gewaschen?